Ja, letztendlich hat es damit gestartet, dass man natürlich damit erreichen möchte, ob man auf dem richtigen Weg ist, eben mit der Marke, Zielkunden anspricht, die letztendlich auch eindeutig abzugrenzen sind, ein Stück weit, was natürlich für das Marketing dann einfacher ist. Und da haben wir letztendlich doch einiges an Erkenntnissen gewonnen, auch wie Kunden letztendlich Schmuck einkaufen und was sie über die Marke Leonardo in Kombination mit dem Schmuck denken. Und das hat uns natürlich nochmal viele Impulse gegeben, auf denen wir jetzt aufbauen. Passt zum Glück sehr gut zusammen. Das haben wir auch im Vorfeld eigentlich gar nicht unbedingt anders erwartet. Denn die letzten Jahre haben ja gezeigt, dass eben auch der Schmuck sich sehr gut entwickelt. Und es war nur wichtig, eben auch zu wissen, wie wir von der Kommunikation eben auch zukünftig das Ganze eben weiterentwickeln wollen und welche Möglichkeiten einer zusätzlichen Erweiterung der Kollektion es überhaupt noch für uns gibt. Es ist erstmal nur eine Unterkollektion, sage ich jetzt mal, die aber sehr eigenständig auch im Handel stehen kann. Letztendlich in der Kombination mit Jules bei Leonardo aber sehr gut funktioniert. Und idealerweise natürlich gerade auch für Kunden so positioniert sein sollte, dass man eben auch die Erreichbarkeit, diese Produkte mal anzufassen, damit schaffen möchte. Bei Ciao haben wir letztendlich erstmal einen etwas anderen Designersatz gewählt. Es ist viel feiner und filigraner. Und das ist etwas, was wir in der klassischen Leonardo-Kollektion letztendlich durch das Clip-and-Mix-System mit den Darlehens in der Kombination jetzt nicht machen wollten. Das ist letztendlich auch über die letzten Jahre eine eigene Designsprache geworden, wo wir mit Ciao einfach jetzt nochmal eine tolle Alternative bieten, bestimmt auch noch für die jüngere Zielkundschaft. Also eine Doppelplatzierung ist überhaupt nicht verkehrt, aber natürlich auch sehr gerne am Tresen, weil, wie eben schon gesagt, eben auch die Stücke sehr gerne auch mal in die Hand genommen werden dürfen, die gute Verarbeitung gefühlt wird. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Impuls. Wenn man Menschen befragt, da lernt man immer was dazu. Und wir haben natürlich angefangen, gerade auch im Bereich der Dachmarke, dieses Thema der Positionierung, dadurch, dass wir eben neben Leonardo noch eine zweite Marke, gerade im Home-Bereich dann eben auch haben, nochmal klarer abzugrenzen. Und damit ist das Ganze auch angefangen, zu sagen, wo steht Leonardo heute, wo wollen wir morgen hin und welchen Weg wollen wir da einschlagen. Diese Antworten sind letztendlich dann auch für uns sehr wichtig, weil darauf dann eben auch eine Strategie entsteht, die auch nachvollziehbar und eindeutig ist. Ja, sind wir eindeutig, weil wir letztendlich abgeklopft haben, welche Arten von Zielgruppen es denn gibt und welche weiter entfernt sind, eben auch von unseren Markenwerten und welche eben auch sehr gut dazu passen, wo wir genau diese Bedürfnisse dieser Menschen auch erreichen und erfüllen können. Und von daher haben wir uns natürlich für zwei Zielgruppen entschieden, die im Wesentlichen auch ideal zur Marke Leonardo passen.